Hallo und willkommen. Ja, letztes Mal haben wir unsere Schmiede gebaut. Und ich wollte ja jetzt ein paar Hühner herholen. Und ja, dazu lagere ich aber erstmal hier einiges ab. Denn wir brauchen zum Beispiel keine Eimer, wir brauchen keine Flints. Und das gecraftete Holz und das normale Holz brauchen wir natürlich auch nicht im Sumpfgebiet. Und wo hatte ich das Glas? Genau hier, wo ich drüber gestolpert bin. Und was haben wir noch so? Na, die Weizen werden wir wohl brauchen, um die Hühnchen anzulocken. So, haben wir denn noch Kohle? Ja, wir machen uns zu meiner gleich ein bisschen noch Fackeln. Falls wir irgendwo im Dunkeln landen. Und dann werden wir uns auf den Weg in die, ja, auf den Weg in unser Sumpfgebiet machen. Denn da weiß ich, dass es da Hühner gibt. An unserem alten Herrenhaus vorbei, da werden wir mal kurz in den Keller runterschauen. Ob sich da, naja, da werden sie jetzt im Moment gerade keine Monster noch nicht sein, da muss man dann schon mal ein bisschen länger rumlaufen. Aber hier die Welt wird langsam geladen hier, da ich etwas zu schnell laufe für den Server. Und ja, hier stehen die Truhen. Und bis auf ein String, ein Dings ist nicht. Klein wenig hatte ich das, glaube ich, hier hinten auch umgebaut. Ich habe hier hinten Sticky Pistons jetzt drin, die mir hier den Steine reinziehen. Denn, ja, ich schmeiße erstmal das Essen weg. Denn, das hatte ich im letzten Show nicht vergessen zu zeigen. Da habe ich Steine reingemacht, damit, wenn die Creeper hier drin hochgehen, dann mir nicht immer gleich die ganzen Pistons umhauen. So, Pfeile und Dings ist erstmal egal. Und dann haben wir hier hinten auch eine Hintertür, wo wir mal rausspazieren können, wo es dann gleich zum, ja, zum Weizentower geht. Und hinter dem Weizentower, ein Stückchen dahinter, ist ja unser alter Spawnpunkt, wo wir die Welt betreten haben. Weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Hier ist unsere, da stehen sogar noch unsere Fackeln von der Schlucht, wo wir unten den Melonsamen gesammelt haben. Da ist auch noch ein Haufen Kohle drin, die wir uns irgendwann mal noch holen können. Und das war hier ja unser erstes Quartier. Aber so wie es aussieht, doch, hier haben wir Hühnchen. Und vor allen Dingen brauchen wir Eier. Die Hühnchen sind erstmal uninteressant, aber die Eier muss ich einsammeln. Und was ich denn auch mitnehme ins Dorf sind Lilypads. Also die, ja, nennen sich die auf Deutsch Seerosenblätter. Ich hatte ja mal versucht, welche zu sammeln und habe mich ein bisschen dumm angestellt. Aber man schlägt die einfach nur kaputt. Ja, früher waren die so hart, dass die sogar Boote zerschreddert haben. Mittlerweile sollen die wohl kaputt gehen, wenn man mit Booten drüber fährt. Ja, Minecraft entwickelt sich eben auch weiter und ein bisschen Realismus muss man auch in Minecraft reinbauen. Dort ist auch ein Hühnchen gefangen. Wir werden mal das ein bisschen befreien. Auch hier gibt es noch schöne Höhlenabschnitte, die wir noch nicht erforscht haben. Und da ist Zombie Party. Will ich jetzt gar nicht in die Höhle runter. Denn ich suche ja Eier. Komm Hühnchen, legt mal Eier. Ich brauche Eier von euch. Und ich hatte immer Lehm gesucht und hier ist so viel Lehm. Schaut mal, sogar da drüben ist Lehm. Und ich suche Lehm wie
ganz woanders, wo gar keiner ist. Dabei haben wir ja am Spawnpunkt noch so viel Leben. Aber jetzt brauche ich im Moment keinen. Wenn wir wieder welche suchen, wissen wir ja, wo welcher ist. Und was wir hier vielleicht auch mal suchen sollten, ein Stronghold. Ich habe noch gar kein Stronghold. Ja, ich habe schon welche gesehen, die sind langweilig, die Dinger. Aber hört sich jetzt doof an, langweilige Strongholds. Aber das sind so eine komischen Labyrinthe, wo man ein paar Steine ernten kann, die man nicht überall kriegt, aber mehr ist da auch nicht. Man kann vielleicht mit einem Silk Touch irgendein Werkzeug, Silk Touch hat, kann man da Bücherregale irgendwo ernten, aber ja, das ist auch so eine Sache. Ah, die Hühner sind heute nicht legefreundlich. Sind bestimmt in der Mauser, nennt man das, wenn die Hühner keine Eier legen. Und wir schwimmen hier mal mit den Hühnchen um die Wette. Und sammeln die Seerosenblätter ein. Solche Welten müsste man mal mit dem Seed mal mit einem Large-Biom starten. Ich habe meine Welt, die ich ja eine ganze Weile jetzt schon spiele, wo ein verschüttetes Dorf ist, habe ich jetzt mal mit Large-Biom gestartet, also mit größere Biome, weil manchmal sind die Biome wirklich klein generiert, richtig klein, winzig. Da hat man einen Dschungel, der ist ja 500 mal 500 Blöcke, und dann hat man eine Wüste, die ist 30 mal 30 Blöcke groß. Ja, nicht im Large Biom, aber so. Und im Large Biom, ja, da läuft man schon mal 500 Blöcke, um in einen neuen Biomabschnitt zu kommen. Das ist auch nicht schlecht. Und ich habe geguckt, das geht auf dem Server, muss man da in der Server Properties eine Einstellung vornehmen. Unter Level Typ muss man ja einstellen, dass wir Large Biomes haben wollen, und dann generiert er solche riesigen Biome. So, mal gucken, wo hier die Hühner wieder sind. Da liegt noch ein Ei. Das ist da eigentlich das, was ich suche, die Eier. Und das ist unser altes Haus hier. Es ist irgendwie zugewuchert hier. Da steht sogar noch eine Truhe, da ist aber nichts drin. Da ist nichts mehr drin. Ich glaube, das liegt alles unten in der. Und hier ist, glaube ich, auch noch irgendwo ein Eingang, den wir, glaube ich, noch gar nicht erforscht hatten, wenn ich mich nicht irre. Ja, doch, wir waren hier schon mal drin. Da steht noch eine Zombie-Dame, die erstmal ein paar aufs Maul kriegt. Aber hier ist, so wie es aussieht, nichts mehr, außer noch ein paar Rohstoffe, die wir gleich mal mitnehmen. Das macht man eigentlich nicht. Unter einen den Block wegklauen, aber naja. Ist ja nichts passiert. So, dann können wir ja schon wieder rausgehen. Hier ist nämlich nichts. Alles tote Hose. Aber es wird Nacht. Und ich weiß, wo wir hier ein Bett haben. Unten in der Schlucht. Dann werden wir hier mal durchflitzen. Und gleich mal noch ein Ei mitnehmen. Und dann geht es hier nach unten.
stößt man sich natürlich noch den Kopf an. Und wer hier schon mal länger bei mir zugeschaut hat, weiß, dass ich hier unten meine Basis noch habe. Tür zu und hier haben wir ein Bett. Gute Nacht. So, mal schauen, was wir hier noch alles rumliegen haben. Oh, Holz und Brote. Sogar Kies haben wir hier noch. Wir haben sogar noch eine Spitzhacke. Und was haben wir hier noch drin? Kohle. Ja, und in der Workbench haben wir auch gar nichts drin. Hier ist sogar noch offene Lava. Und ich glaube, das wird ein Spaß hier, wenn wir hier, ach so geht's. Ich dachte jetzt, komm, fällt alles in die Lava runter. Und das ist ja unser Tunnel in den verlassenen Minenschacht, den wir mal erforscht haben. Ja, da werden alte Erinnerungen wach. Eigentlich wollte ich ja hier mein Nessertor aufbauen. Aber irgendwie gefiel mir das nachher nicht. Und da hatte ich die Idee, ja, das Nessertor bauen wir mal da auf der anderen Seite. Ja, da war der Flugmodus drin. Doppelschleertaste ist auch Fliegen hier im Zombie-Mod. Das ist doof. Ich will hier nicht fliegen. Außer das schnelle Rennen. Ja, brauche ich eigentlich nichts von Zombie-Mod. Bloß wenn wir hier immer langsam hin und her laufen. Na, da waren wir auch noch nicht unten, aber ja. Ich will nicht alles erforschen. Ihr habt ja die Weltdownload. Könnt ihr euch selber erforschen. Ich will hier Eier haben. Und so wie es aussieht, sind wir gleich wieder am Verhungern hier. Aber hier liegen überall Eier rum. Wie viele Eier haben wir denn schon? 10 Stück. Jungs und Mädels, Hühner, legt mal noch ein paar Eier. Ich will ja kein Spaßbad bauen, das machen andere Let's Player. Aber ich will zumindest 2 von eurer Sorte in meinem Dorf haben. Und da ich die Spawnrate von den Eiern kenne, wird das wahrscheinlich schon schwierig werden, überhaupt 2 von eurer Sorte in das Dorf zu bekommen. Und mit Weizen würde ich euch bis dahin nicht locken. So, hier haben wir noch Lilypads. Ja, warum die Lilypads heißen im Englischen, keine Ahnung. Aber im Deutschen sind das Seerosenblätter. Da fehlt aber dann irgendwie die Textur drauf. Also die Seerose. Mit den Pilzen, wo wir uns am Anfang hier ernährt haben, können wir ja auch nicht mehr viel anfangen. Da wir die ja auch nicht mehr groß züchten können. Wo wir hier angefangen haben, konnte man ja noch große Pilze züchten mit Bohnenmehl, also mit dem Knochenmehl. Und ja, da haben wir uns eigentlich nur vom Pilzsuppe ernährt. So, jetzt haben wir schon mal ein Stack Eier. Und wir werden mal ins Dorf zurücklaufen. Vielleicht haben wir Glück und bekommen 2, zumindest 2 von diesen Hühnern. Und ja, meine... Oh, sieht der Turm gut aus. Das ist irgendwie so ein... durch den Custom Colors Mod wird der irgendwie
Ja, hier im in dem welches Ei eingesammelt, ja, in dem Sumpfbiom bekommt man da dann eine andere Himmelsfarbe. Und ja, der Fehler, dass der Turm so ein bisschen bläulich aussah eben, das ist dem zu verdanken, dass der Custom Colors den Himmel einfärbt. Und wenn ihr euch fragt, ob wir noch genug Weizen haben, ich zeige euch mal, dass hier der Weizentower hier einiges an Weizen geliefert hat. Ja, ein bisschen hatte ich ja, ja, das meiste hatte ich glaube ich schon in Dings geholt. Wir haben auch noch ein Baumaterial. Also hier ist auch noch was zu essen und auch Wasser und so weiter. Wir haben sogar noch ein Eisenschwert rumliegen. Überall in dieser Welt ist irgendwas verteilt. Ja, das Haus hat da oben zwei Fenster bekommen, damit man hier zum Tower rausgucken kann, zum Weizentower. Und ja, hier ist der Wald gerodet worden, damit man hier auch anständig durchlaufen kann. Und in diese Mine werden wir auch mal noch mal runtergehen. Da ist nämlich, glaube ich, noch nicht alles erforscht. Geht jetzt mal nicht durchs Haus. Warum dies hier nicht grün bewächst, weiß ich nicht. Das ist irgendwie ja durch diese Ranken. Auch hier scheint es irgendwie zu dunkel zu sein, um dass das krass grün wird. Also die Lichtengine in Minecraft 1.3.2 ist immer noch nicht so, wie sie sein soll. Und ich schau mal hier den Schnellgang rein, dass es in so einem Dorf nicht ganz so lange dauert. Und dann werden wir mal noch die Hühnereier verwerfen. Und zwar, hier ist ja ein klein wenig eingezäunt. Und da kommen jetzt die Eier rein. Ein, zwei, ja, das ist schon mal richtig gut. Drei Hühnchen haben wir. Das ist richtig gut. Hier können wir dann nachher später auch noch welche reinmachen. Und dann haben wir, ja, haben wir ja keine Hühnerfarm. Und das ist irgendwie zu eng für die Iron Golems. Ja, das Weltding wurde ja gebaut, gespawnt, als es noch keine Iron Golems gab. Und hier machen wir mal Lilypads drauf, auf unsere Felder. Dann fallen wir hier nicht immer ins Wasser rein, außer wenn wir ein bisschen zu dumm sind. Ja, sie tragen einen schweren Minecraft-Charakter. Aber Boote zerschreddern sie wohl jetzt nicht mehr. Aber dafür gehen die Boote sonst in allen möglichen Lagen gehen die Boote kaputt. Ja, man wollte gerade so viel geholt, dass das gerade so reicht. Nicht ganz. Wir haben noch ein paar übrig. Die hauen wir jetzt hier das Amt noch mal gleich mal noch ab. Die Seeds holen wir uns mal hier raus und dann ja, wird noch mal neu gepflanzt. Eine kleine Sinnlosfolge, denke ich mal. Aber ich denke mal, wir werden auch mal eine Mine erkunden gehen. Jetzt mal hier. Wir haben erstmal genug gebaut in dem Haus, in dem Dorf hier. Und
Vielleicht. Ja. Ich habe im Moment doch keine Ahnung, was ich so richtig bauen kann. Weil mir irgendwie die 1.4 fehlt, was es da für Neuerungen gibt. Da haben wir dann mal die Levelfalle dann in unserem Haus da gebrauchen müssen, um ja die Karotten zu bekommen. Wer die Dings droppt, weiß ich im Moment noch nicht. Wer die Kartoffeln droppt. Aber die Karotten werden von Zombies getroppt. Ein sogenannter Ra-Droop. So ähnlich wie das mit den Bögen von den Skeletten ist. Und ja, dann haben wir auch hier Zombie-Villagers. Also Villager, die von Zombies infiziert worden sind. Und die Villager gehen schlafen, das werde ich jetzt auch tun. Und dann werden wir uns eventuell so auf eine Minentour begeben. So, gute Nacht und tschüss.